Ich grüße euch, Kinders. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, habt ihr keinen Hintergrundsound. Ach nee, den habt ihr doch. Aber ich habe, ja, dummerweise meine Stimme zum Gespielten nicht aufgenommen. Deswegen versuche ich jetzt, auch ein erstes Mal jetzt irgendwie zu gucken, ob ich das nachsynchronisiert. Naja, nachsynchronisiert vielleicht nicht, aber dass wir da ganz gut durchkommen, indem ich jetzt versuche, das nachzuplappern, was ich da gemacht habe, ist natürlich jetzt alles ein bisschen scheiße, wenn man das ohne es gerade zu spielen kommentieren muss, zumal ich auch nicht mehr alles weiß, was ich da gemacht habe. Da laufe ich jetzt rechts lang, hole mir das Geld ab. Wie ärgerlich. Ich habe mir das gerade angeguckt. Ich habe bis jetzt noch nicht geguckt, ob es in dem vorigen Part auch so ist. Es wäre echt mal Zeit für mich, da Kontrolle zu gucken. Wenigstens, ob ich da spreche. Das sollte ich denn doch vielleicht schon mal tun. Hier gehe ich gleich dazu über, die Gegner mit einer Feuerattacke anzugreifen, denn da hatte ich das Gefühl, dass wir Metallkäfer am besten mit Feuerattacken beikommen können. Wie man gleich sieht, ist dem absolut nicht so. Ist natürlich scheiße gewesen. Ja, Sue greift jetzt auch nochmal an. Fena auch. Spannendes Kommentar. Bitte hier einfügen. Die Metallkäfer waren aber an sich ziemlich stark in allen Kämpfen da, die ich bis dahin machen musste. Und wir haben gerade gesehen, dass Justin Axtlevel bekommen hat, was dazu führt, dass sie jetzt auf Level 12 ist. Und wir... Ach ja, da kam jetzt kurz wieder einmal Lex dazu. Denn mein Laptop, darf man das so sagen, hatte wieder vor, ein Sicherheitsupdate durchzuführen. Da war ich echt nicht so begeistert von. Hab auch direkt hier, müsste direkt hier sein, ja, gleich das beendet. Und da sieht man auch schon wieder, ist es flüssig. Es ist wieder alles gut. Da kommen neue Gegner. Grubennatter hießen sie. Grubennatter, Grubenviper. Ja, ist natürlich jetzt etwas schlecht. Ach ja, da wollte ich jetzt versuchen, ob die Käfer wenigstens vielleicht gegen Windmagien allergisch sind. Ich glaube aber nicht, deswegen habe ich damit zu nochmal einfach angegriffen. Nicht, dass ich zweimal Magien verschwende. Beziehungsweise zwei Runden verschwende. Wichtige Runden, denn die Gegner haben hier ein. Ja, was haben die? Die haben ein Potenzial, sehr gefährlich zu werden. Das muss man so mal sagen. Ich verstehe nicht, warum da Justin. Ach so, ja, stimmt, da hat er ja gefailt. Man sieht natürlich die, also, oder man hat schon gesehen, im Kampf davor die Käfer oder so, die bringen schon alle mehr Erfahrungspunkte, als wir vorher das zu Gesicht bekommen haben. Schon 20 plus pro Gegner. Und das heißt natürlich auch, dass sie schwerer werden. Und deswegen muss man da behutsam mit seinen Zügen umgehen. Finn erreicht hier Stufe 12. Sue braucht jetzt nur noch 998 Punkte. Und ach ja, ich heile jetzt kurz mal, um ein paar Erfahrungspunkte mit Fena abzustauben. Glaube ich, bringt immer 7 pro Heilen auf Level 2. Ah, da sehen wir Keule jetzt einfügen. Einfügen, ausrüsten. Ach du heilige Keule. Hier nochmal den Gag. Haha, haha. Wir finden ein Brot.
Es war ein Lebenssamen, bringt uns 3 TP natürlich wieder auf Justin, so wie sich das gehört. Lauf mal wieder zurück, denn außer dem Brot gab es dann nichts. Gehen jetzt, ich wusste da zu dem Zeitpunkt nicht mehr genau welchen Weg. Und der war auf jeden Fall erstmal nicht der richtige. Deswegen ist es gut, dass wir ihn gegangen sind. Natürlich jetzt den anderen Weg umzugucken. Ah, wir sehen neue Gegner. Wie heißen sie? Tarantula. Ist ein bisschen ungünstig, dass ich mit denen jetzt nicht in einem Radius bin. Aber das sollte nicht so das Problem sein. Einfach alle draufhauen. Justin braucht ja sowieso nicht mehr so viele Erfahrungspunkte mit der Keule, glaube ich. Das eine Level für die neue Attacke reicht ja schon aus. Sue ist zu blöd zum Zielen. Da hatte ich irgendwas erzählt, dass sie mal mit irgendwelchen Dart-Profis trainieren sollte, wenn sie da mit ihren Pfeilen nicht treffen kann. War lustig. Da hat sie das zweite Mal verworfen. Aber solange das Phil Taylor nicht sieht oder so, ist das alles noch in Ordnung. Beziehungsweise solange sie nicht 60 Schaden macht, konstant. Ah, nur noch einen Punkt bis zur nächsten Attacke mit Justin. Deswegen habe ich den nächsten Kampf auch nicht rausgeschnitten, obwohl das komplette Gegnerpotenzial hier schon ausgeschöpft ist. Denn mehr als die Metallkäfer, die Grubenviper und die Tarantula gibt es hier nicht. Ich zeige hier, ich glaube, das erste Mal die Schockwelle. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal eingesetzt habe. Da kommt sie. Und da hat Justin auch schon den Luftschleuder gelernt. Eine sehr starke Attacke, die geht nur auf einen Gegner, aber ist, glaube ich, die stärkste Attacke, die Justin besitzt, die kein Element hat und ein einziges Ziel betrifft. Unter den Techniken. Da rüste ich, glaube ich, das Schwert aus, weil das in den Level noch etwas nachhinkt. Um 2 oder 3 Level, glaube ich. Hier wollte ich eigentlich nur noch das Zeug abholen, denn ich dachte, das hier ist noch gar nicht der richtige Weg. Und den wollte ich natürlich nicht als erstes gehen. Da wollen wir die anderen optionalen mit. Das ist nämlich viel wichtiger in so einem RPG. Mache ich den Kampf? Mache ich natürlich nicht. Gibt ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Gold. So eine komischen Technikbrecher-Items oder sowas. Braucht man hier jetzt momentan nicht. Kann man vielleicht zu späteren Zeitpunkten besser benutzen. Da habe ich wieder gegähnt. Ich sollte vielleicht nicht so früh aufnehmen, aber es ist ja schon wieder nach 7. Eigentlich gehöre ich ins Bett. Haha, haha. Wisst ihr, 7 Uhr vormittags, wenn sich die Zeit mal dazu ergibt. Ja, da laufe ich, so dumm wie ich bin, gleich nochmal den falschen Weg ab. Gehen jetzt den anderen Weg, den Weg für ein paar andere Items. Schöner Schnitt raus, Technikbrecher bekommen. Paar Punkte, aber für Sue reicht es bis jetzt noch nicht. 500 Punkte sind da noch nötig für ein Level-Up. Für das Erhöhen der Stufe. Die Spinnen bringen hier am meisten Punkte. Verstehe zwar nicht warum, denn ich finde die Metallkäfer eigentlich schwerer, da sie ja den Bonus haben, dass sie von Zaubern nicht betroffen sind. Finde dadurch, dass sie mehr Erfahrungspunkte bringen sollten, auch wenn sie weniger KP haben
als diese Spinnen, ich glaube fast ein bisschen über die Hälfte der Spinne. Aber die haben ja auch mehr Verteidigung. Deshalb sollte das eigentlich gehen. Aber ich habe es mir hier nicht ausgedacht. Eine Schlange bringt ein bisschen weniger. Weiß jetzt gerade 21 pro Schlange. Kann man machen. Ist aber auch im Endeffekt nicht so wichtig, denn die kommen ja oftmals in größeren Gegnergruppen. Deswegen juckt uns da die kleine Punktedifferenz jetzt auch nicht. Gucken noch mal kurz, was wir brauchen. Wasser Level 3. Wir haben da auch ein Fragezeichen. Wir wissen nicht, auf welchem Level wir die Attacke erlernen. Die Fragezeichen stehen dafür, dass wir in der Story noch nicht so weit sind, dass wir die Attacke, selbst wenn wir wollten, erlernen können. Also nicht mal, wenn wir jetzt bei den Domruinen die ganze Zeit Wasser gespammt hätten. Ah, da war das so, dass ich die Gegner noch machen wollte. Ich dachte nämlich, hier sind ein paar mehr Gegner. Aber dann waren die Käfer schon die letzten. Wollte ich ein bisschen mehr schneiden. Hat nicht so gut geklappt, ehrlich gesagt. Aber macht ja nichts. Wenn ein paar Gegner weniger da sind, schade für Sue, denn die hat ihr Level so nicht erreichen können. Kriegen schon wieder so einen Technikbrecher. Und jetzt können wir den richtigen Weg lang gehen. Was ich sagen wollte, hätten wir jetzt bei den Domruinen die ganze Zeit mit diesen Schnutenfelsen Wasser trainiert, hätten wir das theoretisch nach einer, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hätte, wenn ich vielleicht ein bisschen schneller gespielt hätte, aber da hätten wir Wasser theoretisch auf Level 99 trainieren können. Und dann hätten wir in Kämpfen, hätten wir immer mit Läufer agieren können. Denn zum Beispiel Heuler oder so bringt ja ab einem bestimmten Level einfach keine Erfahrungspunkte mehr bei diesen Gegnern. Und da hätte man denn mit Läufer, weil das eine Attacke ist, die bringt auf die Gruppe selbst, da hätte man stets Erfahrungspunkte bekommen und hätte jetzt theoretisch nach, keine Ahnung, 30 Milliarden Stunden, hätte man denn jetzt auch schon Wind und Wasser auf Level 99 haben können. Zumindest mit Fener. Mit Justin glaube ich nicht, weil der keinen Läufer als Magie hat. Ah, da haben wir kurz eine bessere Peitsche gefunden. Ist ganz praktisch. Bisschen stärker. Bisschen mehr Schaden. Einfach besser. Ein Pfandbrief erhöht die EP. Ich glaube, wenn man das einsetzt, ich habe das auch nur ein oder zweimal wirklich im Spiel gemacht, da kann man denn mit diesem Pfandbrief einen anderen Charakter, der jetzt gerade den nicht einsetzt, nach ganz vorne in der ATB-Balken holen, dass der praktisch dann sofort dran ist. Kann manchmal ganz praktisch sein. Habe ich jetzt aber wirklich effektiv in einem normalen Playthrough nicht benutzen müssen, auch, muss man dazu sagen. So richtig nützlich ist er nicht und kann mal einsetzen, aber das ist er mir eigentlich auch überhaupt nicht wert. Muss man sehen, wie man will, ne? Manche stehen da vielleicht drauf. Ich lasse sie lieber so ganz normal auf dem Balken langlaufen. Das ist nämlich auch schnell genug. Meiner Ansicht nach. Hier laufen wir wieder zurück zum Dorfflug, denn wir haben den Nektar am Gipfel des Felsens. Huh, nochmal gerettet. Am Gipfel des Felsens gefunden. Wir werden jetzt in diesem Dorf anerkannt und dürfen hier bleiben, obwohl der Oberälteste das ja eigentlich nicht so gern hat.
Kann man nichts machen. Muss er mit leben, ja? So ist es nun mal. Wenn wir hier Leute aus dem Dorf retten, aus den Klauen der Armee befreien, dann dürfen wir wohl auch schon mal hier bleiben. So, wir schnacken hier ein bisschen mit dem Oberältesten. Der erzählt uns ein bisschen was. Wir sollen zum Beispiel die Mauer nicht erklimmen. Und erzählt uns ein bisschen, wie die Mauer dazu kam, dass sie überhaupt da ist. Es war so, dass irgendwelche Ikarier Flügel und dann Menschen und Flügel und dann hat sich Dunkelheit ausgebreitet ums Dorf herum. Ah, damit das nicht weiter nach Osten kommt, haben die Ikarier halt eine Mauer gebaut. Ja. Kann man hier vielleicht auch noch ein bisschen mitlesen, wenn man so spannend auf, so heiß auf die Geschichte ist, wie die Mauer entstanden ist, ist für mich jetzt aber nicht weiter wichtig. Lohnt sich jetzt nicht. Wenn man das wissen möchte, kann man das. Oh Gott, ist das scheiße, wenn man das alles nachsynchronisieren muss. Oh, herrlich. Ja, schwingen, auf dem Rücken trugen. Da hatte ich das dann irgendwie kurz vorgelesen. Ja, die Hoffnung und alles. Das ist schön und dann haben sie, ja, das Ende der Welt haben sie gebastelt. Das ist ja noch keiner, ich meine, die haben ja auch Flugzeuge. Zumindest die Armee, das wissen wir. Die haben Flugzeuge, womit sie uns auf dem Zug angegriffen haben und auch dieses riesige Ding, womit die da einmal aus ihrer Basis losgeflogen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht über die Mauer fliegen können, ehrlich gesagt. Das sollte ja wohl machbar sein. Und die könnten ja denn ein bisschen Aufklärung betreiben. Oder nicht? Oder vielleicht ist das so eine Armee, die will nichts von ihren bösen Machenschaften preisgeben, könnte man verstehen. Jetzt ist es so, wir schnacken kurz. Ach nee, wir packen erstmal unsere Items weg, die unnützen Items. Gegengifte behalte ich, glaube ich, noch. Ah, die Technikbrecher. Ach nee, oben stand der Name, ne? Ja, heißt Brecher. Die möchte ich nicht mitnehmen. Das sind mir doch die Slots zu wichtig. Gucken wir mal, was jetzt noch so anliegt. Ist eigentlich alles, was man so normal braucht. Was gegen Lähmungen. Komplett Allheilmittel, Gegengift auch, weil wir ja noch keine Magie haben, die dagegen wirken kann oder die praktisch dieses Item ersetzt. Hier ist es so, dass Rehm eine Strafe von seinem Vater aufgebrummt kommt und er muss irgendwelche Nüsse aufsammeln. Das Schlimme an den Nüssen ist halt einfach nur, dass sie nach Scheiße stinken. Und das gilt hier als Strafe. So ist es nun mal. Und wir schnacken jetzt noch einmal kurz, wollen essen zum nächsten Tag. Wieder ein Tag geschafft. Können wir uns ein Häkchen setzen. Vom Lichtgott gesegnet und der Armee entkommen. War ein ganz ziemlich guter Tag. Schauen wir mal, sind wir auch schon. Ja, das war alles für mich nicht von Interesse. Jetzt ist es so, dass wir einmal kurz die Armee sehen und sie haben uns gefunden. Ich weiß zwar nicht genau wie, denn auf die Idee mit dem Zug sind sie ja nicht gekommen. Zumindest der ging auf jeden Fall durch einen Abschnitt vom Nebelwald. Und unweit davon war das Dorf weg. Wir sind dann nicht weit gelaufen. Wir sind einmal kurz über so einen Stein am Bach. Und dann waren wir auch schon da. Ich weiß nicht, wie die Armee das nicht schaffen kann. Aber sie haben es auch nicht geschafft, uns fertig zu machen. Sind wir mal ehrlich. Ja, die Stadt ist in Aufruhr. Ruhr. Aufruhr. So nochmal richtig. Die Armee ist hier.
Sie haben das Dorf gefunden. Ich weiß gar nicht, was Sie genau mit dem Dorf vorhaben. Ich glaube, irgendwas mit dem Nebelwald hat das vielleicht zu tun. Ich habe mir das mal irgendwann alles, die ganzen Dialoge und so durchgelesen, aber das ist schon ein paar Jahre her und man vergisst ja dann doch mal was. Vor allem, wenn es jetzt nicht ganz. Sie sind zum Lichtberg. Die wollen diese Statue da klauen. Ja, aber nicht mit uns. Und vor allem auch nicht mit diesen Dorfbewohnern. Die sind zwar friedlich, aber dieses Mal kommen sie wohl um den Kampf nicht herum. Kann man nichts machen. Wir helfen natürlich gern, denn wir haben die Armee ja nicht erst einmal besiegt. Einmal in ihrer Basis, einmal im Zug. Woanders glaube ich jetzt momentan noch nicht. Aber das sollte ja kein Problem sein. Hauen wir den ein bisschen auf die Mütze. Und dann ist gut. Der Part geht jetzt noch gut eine Minute. Das heißt, ich schnack hier eine Runde. Ich speichere nochmal. Mehr haben wir in diesem Part nicht gemacht. Bin ich im Nachhinein jetzt etwas froh drüber. Denn irgendwie ist es nicht ganz so geil. Naja, ging nicht anders. Ich hoffe, dass es im letzten Part nicht so ist. Bedanke mich wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wir kriegen jetzt noch die letzten paar Sekunden hier rum. Im nächsten Part hauen wir die Armee auf die Mütze, verhindern die Diebstahl der Statue. Und hiermit möchte ich mich gleich verabschieden. So. Und diesen Part nur ein bisschen was gemacht. Ist auch egal. Ja, hiermit verabschiede ich mich und sage euch Tschüss, Kinderz.